So, damit willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Du hast auch Geld für mich? Ich denke ich auch nicht viel Geld. Oh, weil der hat auch eine seltene Ware unter Bier. Ja, okay, dann Bier ist okay. Hat sich das doch gelohnt, auf jeden Fall. Und genau, guten Morgen erstmal. Es ist gerade Mittwochmorgen, 8 Uhr. Und ich habe halt Bock, eine Folge aufzunehmen. Oder das heißt ja in dem Fall, dass ich streamen muss. Und ja, mein Plan ist es, wie bereits angekündigt, das gute Boston abzuschließen. Und ich möchte nochmal kurz schauen, wie der Sound ist. Müsste eigentlich alles passen, aber man kann ja trotzdem mal sicher gehen. Müsste vielleicht auch dann vor sein, ich weiß es nicht. Aber ich möchte mal kurz meine Stimme hören, meine schöne, sexy Stimme hören. Und ja, dann können wir weiter Boston komplettieren. Boston komplettieren, habe ich gesagt. Ja, es müsste passen, denke ich. Jetzt habe ich noch einen Zuschauer, mich selbst. Und ja. Wie gesagt, also wird es viele Nebentätigkeiten geben und je nachdem, wie schnell ich fertig bin, auch noch Story. Aber ja, ich habe halt entsprechend auch nur beschränkt Zeit. Also, okay, 2 Stunden gingen schon. Maximal. Aber ja, ich muss mal schauen, wie es dann zeitlich passt. Und dann wird es in dieser Folge eventuell auch eine Story-Mission geben. Würde dann auch in der Beschreibung stehen, falls das so ist. Falls ihr jetzt diese ganzen Nebentätigkeiten skippen wollt oder. Falls sich das überhaupt jemand anschaut, wisst ihr. Und wenn sich das jemand anschaut, dann denkt er sich so, hey, ich guck doch, hallo, hier. Was ich irgendwie anstrengend finde, dass man irgendwie die ganze Stadt direkt mitbekommt, dass ich hier irgendwas getan habe. Das ist irgendwie ein bisschen, gefällt mir nicht. Ey, das Wetter ist nett. Hallo? So, das war ein Schuss in den Ofen. Dann will ich jetzt schon mal kurz in den Laden. Mir die letzte Karte für Boston kaufen. Und also sprich die letzte Schatzkarte schon mal. Bei Spy habe ich ja in der letzten Folge schon mal gekauft. Und jetzt will ich jetzt nochmal die letzte kaufen, damit ich halt auf jeden Fall auch alle Schätze finde. Und ich glaube, eine Einmal-Nach-Karte gibt es glaube ich nicht, ne? Das gibt's nicht. Ein bisschen anstrengend, dass die ganze Stadt hinter mir her ist, wenn ich nur ein paar Leute töte. Kann ich einfach rein? Wahrscheinlich nicht. So, runter mit dir. Ob vor die Leute da um die Ecke kommen und rein in den Laden. Hallo, ich möchte einkaufen. Ich bin Italiener. Kaufen. Ich habe mir auch mal die Trophäen angeschaut. Es gibt also eine Trophäe in in jedem Geschäft mit unbeschädigten Fellen zu handeln, zu sowas. Wird dann halt irgendwann gemacht. Naja, es gibt noch eine Einmal-Nach-Karte. Ohne Klunkerkarte. Die kann ich. Ich habe kein Geld. Ich guck mal, was die teuer die Klunkerkarte ist. Aber letzten Endes sieht man die halt auch irgendwann auf der Karte, wenn man halt immer schön synchronisiert. Aber die Schätze reichen jetzt erstmal. Okay, wo lang geht's? Hier lang geht es zum nächsten Schatzi-Pups. Okay.
Ein Pferd? Nee, kein Pferd. Okay, schön, dass die stört, das sind ihre Nagelgier. Ich glaube, hier habe ich jetzt noch keinen Schlüssel, ne? Was? Doch, okay. Eigentlich dürfte ich noch keinen Schlüssel haben. Eigentlich dürfte ich noch keinen Schlüssel haben dafür, aber ich beschwere mich nicht. Wenn ich nicht das Schloss knacken muss, es geht dann auch ein paar Sekunden schneller. Ah, da ist das erste Tor. 7 Stück gibt es insgesamt. Können wir das Tor von befreien, müsste eigentlich, ne? Naja, klar. Ein Templer vor. Weil es ja eher die Briten sind, aber gut. Das ist schon mal sehr gut. Soll ich machen, Pulverreserve finden und zerstören den Hauptmann eliminieren. Ja, mache ich. Komm her. Oder geh. Komm her oder geh. Menschlichen Schild. Dankeschön. Also so sollte man auf jeden Fall kein Fall infiltrieren, aber keine Ahnung, Connor ist sowieso kein richtiger Assassine, von daher passt das schon. Auf den Tasten drücken, die hört man. Da kann ich nicht hochklettern. Okay, wie komme ich jetzt da rein? Nach meinem sehr uneleganten Angriff hier. Also halt wirklich sehr unelegant hier. Darf man eigentlich gar keinem erzählen. Ah, hier komme ich rauf. Sehr elegant heute. Auf jeden Fall ist das überhaupt nicht elegant, aber gut. Es funktioniert. Gut, nimm.
Die nennen schon wieder alle her. Ich habe auch einen Hauptmann getötet. Normalerweise müssen wir jetzt abhauen. Hallo? So, Hauptmann plündern. Du bist der Hauptmann. Ja, das hat sich auch nicht unbedingt gelohnt. Aber natürlich nehme ich hier noch den Schatz mit. Warum muss ich die Schätze nicht plündern? Nicht knacken. Aber okay, es hat gut Geld gegeben. Und geplündert. Dann trinke ich nochmal meinen Tee jetzt aus, denke ich mal. Oh ja, der ist gut. Fast schon zu kalt. Und das ziehen die Briten ab. Bekanntheitsgrad 1, was ist das hier? Ein Drucker. Ja, nee. Weiter geht's mit der Karte. Oh, kein Schaden, das ist nett. So, die Patrioten tun mir ja nichts. Noch nicht zumindest. Und gehen wir jetzt einfach mal hier mitten durch die Wildnis zum nächsten Aussichtspunkt. Weil dieser Turm hier sieht ganz interessant aus. Gibt's hier was? Hallo, kannst du mal da hochklettern? Kannst du mal da hochklettern, Conny? Das ist ein Schießpulverlager. Kann man den hochjagen? Die Schatztruhen können gar nicht mehr auftauchen, die haben ja alle schon gekauft, also als Karte. Nur halt Almanache kann ich halt noch geben. Federn gibt es ja nur im Grenzland, dafür gibt es ja halt die Almanache in den beiden großen Städten, Boston und New York. Und da ist doch der Aussichtspunkt. Das dann, an den erinnere ich mich auch noch. Ist mir lieber als irgend so ein bescheuerter Baum im Grenzland, von dem wir auch noch einige haben werden. Ich würde einfach mal vermuten so rauflaufen. Ja, genau. Es irritiert mich immer, dass ich mit R2 jetzt diese Rennaktion mache. Das finde ich echt unangenehm. Hoch mit dir. Na und schwebt er diesmal? Na diesmal steht er richtig drauf. Ist immer noch sehr wackelig, aber gut. Muss er wissen. Hat er wohl von seinem Papa geerbt. Dann geht es weiter zu dem Turm. Auf das wir auch diesen synchronisieren. Das ist eigentlich ganz flott, weil eigentlich habe ich jetzt nur so auf der Karte, also Nebenmissionen habe ich jetzt gerade nicht unbedingt, glaube ich. Aber seit auf der Karte sind halt die Schätze und die Aussichtspunkte und die Almanache, also das ist eigentlich nicht viel. Und ich werde auch in den Untergrund, das will ich halt auch eigentlich noch auf jeden Fall schaffen. Aber muss ich da gucken, wie es seitlich steht oder ob jetzt irgendwas dazwischen kommt. Kann auch jederzeit passieren, dass ich jetzt irgendwie abbrechen muss oder dass der Stream einfach mal halt
sich beenden zu müssen, dann würde ich das auch als Zeichen ihm aufzuhören. Mal gucken. Also ja, ist eine ganz entspannte Folge. Wo jetzt einfach nur ein bisschen gesammelt wird. Vielleicht kommt noch jemand in den Chat. Glaube ich zwar nicht um die Uhrzeit. Aber ja. Seife. Lohnt sich ja voll, die anzugreifen, wenn die mir auch die Gegenstände bringen, die ich brauche. Ich sollte mal die Karte öffnen hier oben. Gibt es einen Aussichtspunkt und zwei Schatztruhen. Dann geh ich doch mal dahin. Ja, und die Kuriere, wenn die halt auch irgendwie so Gegenstände haben, die ich halt auch abgeben muss, dann nehme ich die gerne mit. Und wenn ich dann dadurch früher die Sammelaufträge, also diese bring mir Seife, diese Einkaufsaufträge, sage ich jetzt einfach mal, abschließen kann, dann ist es doch gut, eine gute Sache. Der Wahnsinnige läuft ungestraft durch unsere Straßen, sät Unheil und Chaos, wo er geht und steht. Er muss schnellstmöglich gestoppt werden. Ja, ich bin jetzt inkognito. Und hier gibt es ja dann auch nochmal Schätze irgendwie. Weil ich auf jeden Fall ins Sperrgebiet. Einmal nach. Bleib hier. Warum schießen denn alle auf mich? Bisschen Flunker. Warum? Oh, ey, was ist denn das? Die Wachen sind auf jeden Fall aggressiver als in den Vorgängern. Das finde ich nicht gut. Klunker hier direkt mal mit. Warum, hä, warum werde ich denn direkt gejagt? Komm, dann gehe ich erstmal hier auf den Turm rauf. Aber das ist kein Grund, direkt gejagt zu werden. Das ist einfach nur, keine Ahnung, die spüren meine Anwesenheit oder so. So, wer ist jetzt runtergeschossen? Ups, ich wollte. Ja, genau, das wollte
Hallo. Ich sehe nichts. Noch ihr zwei. Wo kommen denn hier die ganzen Leute her? Wo kommen denn die Leute her? Längst verarschen, wo kommen denn die ganzen Leute her? Wo kommen denn die ganzen Leute her? Ist das ein Creed 1 oder was? Muss ich halt alles hier aufräumen. Los, nimm noch jemanden. Warum? Ich hatte das Spiel nicht so schlecht in der Steuerung in Erinnerung. Was ist denn das? Nimm jemanden in die Hand. Den Steckbrief ab, dankeschön. So, Schutzschild, dankeschön. Es gibt noch ein Trophäe, dass man, wenn man auf Profano Stufe 3 ist, 10 Leute, da gibt es halt so Sucher, dass man 10 Leute Sucher halt besiegen muss, ohne halt den Fahndungslevel herabzusetzen und halt zu sterben. Wäre auch nochmal eine Trophäe, die ich aber jetzt auf jeden Fall nicht holen werde, wenn ich erst eine bessere Ausrüstung habe. Vom Plan halt, okay. Gerne. So, weg mit euch, danke schön.
Dankeschön. Steckbrief bitte. Nett, dass die auch nicht auf der Karte angezeigt werden, auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich wenigstens mehr gesucht. Und es ist schön, dass die Steckbriefe realistischer hängen als noch den Vorgängern. Jetzt frage ich nur noch, woher ich die Schätze habe. Die Schlüssel habe für die Truhen. Eigentlich habe ich die noch nicht. Aber keine Ahnung, jetzt ist es so eine Quality of Life Verbesserung, die keiner braucht. Gut, dann gehen wir einfach mal nach oben. Aufs Dach und gucken mal darüber springen. Guck, meistens geht es eigentlich ziemlich fit, ziemlich flott, das wollte ich sagen. Mit den Almanachen und manchmal. Kann man manchmal auch einfach Pech und dann dauert es halt. Das heißt, sobald wir dann in New York sind, können wir da wahrscheinlich alles effektiver einsammeln, weil wir da halt, keine Ahnung, von Anfang an alles zur Verfügung haben. Finde ich das Green Dragon, also das ist die Almanachleiter, die mich schon länger geärgert hat. Und hoch mit dir und hoch mit dir. Kann nicht runterspringen! Gehen wir mal in den Untergrund. Ein bisschen Abwechslung tut gut. Außerdem regnet es immer noch, da kann man sich dann mal ein bisschen abtrocknen unten. Ja, in den Untergrund reisen bitte. Okay, es gibt noch 8 Schnellreisepunkte, die wir noch finden müssen. Dann tun wir das doch mal. Da gibt es noch mehrere Wege. Ich fange erstmal hier mit dem hier an. Hier lang. Fackel anzünden. Machen wir das doch mal. Einmal aufmachen bitte. Dankeschön. Dann müssen wir jetzt hier mal rumklettern. Ah, ist ja nicht allzu ein großes Problem. Die Fackel wieder mit, Dankeschön. Und weiter geht's. Ich muss auch nochmal klettern. Hier oben wahrscheinlich. Ja, da so. Hoch mit dir. Und hier rum. Dann, was uns das vor allem bringt, habe ich ja schon mal gesagt. Damit schalten wir auch vor allem Schnellreisepunkte frei auf der Karte. Und die können unter Umständen ganz nett sein. Auch wenn wir danach eigentlich schon eine Überzahl an Schnellreisepunkten haben, aber. Ja, gehört halt auch zu den 100%. Gibt vielleicht auch irgendwie eine. Führt vielleicht auch so einer Trophäe, weiß ich nicht. Aber wäre auf jeden Fall ein Grund mehr, das zu erledigen.
anzünden, obwohl das eigentlich gar nichts bringt für mich. Aber kann man ja mal machen. Ich glaube, Schätze dürfte es hier unten nicht geben. Hier gibt es zwei Wege. Kann nicht ausmachen. Ich darf nur meine Fackel ablegen. Dankeschön. Hier gibt es, glaube ich, genau. Die Wand muss man dann auch aufspringen können. Dann gehen wir jetzt erstmal den Weg. Oder ich gucke erstmal kurz, ob hier irgendwas direkt kommt. Eine Abzweigung. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal den freigesprengten Weg lang. Schau mal, wo mich der hinführt. Hier ein bisschen ducken. What to say? Nochmal was zum Aufspringen. Bin ich. Auf jeden Fall nach einem Ausgang aus, perfekt. Ich glaube, ich muss eigentlich Schriftrollen finden, aber ich glaube, das habe ich immer mit Raten gemacht. Ich versuche mal ein Rätsel zu lösen. Eigentlich habe ich keine Lust. Options-Taste. Sich unter allen Umständen dem Sittengesetz unterzuordnen. Christentum des Westens, Buddhismus des Ostens. Sittengesetz unterordnen, Christentum des Westens, okay, Buddhismus ist diese komische Sache hier. Okay, mache ich mal hier eine Lampe hin. Okay, ich habe jetzt die Steuerstation freigeschaltet. Ich will mal kurz auf die mein Logbuch schauen. Was ist hier bei Abenteurer? Der Untergrund. Genau, da habe ich drei, okay. Ich glaube auch hier auf jeden Fall noch eine Abzweigung. Da gehe ich jetzt auch gleich zurück, außer hier der Weg führt mich noch irgendwo hin. Mm-hmm.
Ja, sehr verwirrend hier. Es hat ein kleines Labyrinth. Es hat eigentlich eine ganz coole Sache. Aber irgendwie muss ich sagen, ich fand es früher cooler. Hier ist nichts. Ich hoffe, man kommt einfach nur in Sackgassen. Wobei, wenn hier ein neuer Ausgang kommt, das ist auch eine schöne Sache. Hier ist eine Sackgasse, sehr schön. Hier noch ein Weg. Wo der hinführt. Mal schön, wie schnell der rennt, nachdem er so noch Pfeilfolgen zum Ausgang. Okay, der scheint nicht in die richtige Richtung zu führen. Meine beste Freundin hat gerade meine Premiere für heute entdeckt. Okay, die Pfeile sagen aber auf jeden Fall, dass ich komplett falsch bin hier. Also gehe ich jetzt auch einfach wieder zurück. Ja. Weil, ich gucke mal kurz so für die Karte hin. Okay, hier sind auch ein paar Verbindungsstrecken auf jeden Fall. Dann laufe ich die auch noch mal kurz frei. Hier ist auch eine Verbindungsstrecke, glaube ich, denke ich. Nee, nicht, aber es guckt trotzdem. Nein. Oh, guck mal, aber wenn die Pfeile in die komplett andere Richtung zeigen, hier guck mal, da ist ein Pfeil, das zeigt da lang. Dann ist das jetzt auch nicht so wichtig, dann gehe ich einfach nochmal. Ne, ich möchte hier hin, das heißt, ich teleportiere mich einfach mal hier hin und gehe dann wieder nach Norden zu der Abzweigung, wo ja auf jeden Fall noch zwei Ausgänge angezeigt wurden. Beine anders hinsetzen. Mal gucken, wie ist der Weg? Ja, hier so rum und dann halt links. Ich glaube, da wird gerade der Müll abgeholt. Klingt zumindest so, also ein Müll. Klingt auf jeden Fall so. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ansonsten gehen wir nachher noch Minigolf spielen heute. Ich freue mich sehr drauf. Meine Mutter wird toll. Und jetzt wird mal an. Ich guck mal kurz. Ich gehe erstmal nach links und dann den anderen Weg. Okay, weil das sieht kürzer aus. Aber es ist voll dunkel hier unten. Meinen Augen nicht gut. Ja, das war Vice City Feeling gerade. Da kann ich nicht rein? Kann ich da nicht rein? Nee, okay, es ist das. Das ist einfach nur ein Gitter. Sieht aus, als könnte ich da echt durch, aber gut. Dann nicht. Ah nee, okay. Jetzt sehe ich das mit Licht. Da ist halt einfach eine kleine Kammer, wo nicht sonderlich viel zu finden ist. Okay, nur hier ist was.
dann gehe ich auch nur hier lang. Hier ist, glaube ich, ein Ausgang. Und es scheint noch weiter zu gehen. Auf jeden Fall hier die Stelle merken, da ist nämlich auch noch mal was. Genau, also hier ist ein Ausgang. Genau, das muss ich auch einfach nur aufmachen. Also kein Rätsel, sondern einfach so ein bisschen drehen. Ah, falsch rum. Ich hab dir das zugemacht. So, jetzt ist offen, ne? Oh. Hier geht's scheinbar auch nochmal weiter zum nächsten Ausgang. Dann geh ich einfach mal weiter mit. Geh ich jetzt weiter nach Süden oder noch. Ah, nach Westen. Weil wahrscheinlich biege ich jetzt irgendwo ab. Keine Pfeile an der Wand. Das ist unschön. Hier ist eine Sackgasse. Wahrscheinlich sind es doch alles Sackgassen. Das könnte natürlich auch sein. Ich weiß ja nicht, ob immer Pfeile da sind. Zumal es auch die Frage ist, wohin denn die Pfeile führen. Zu welchem Ausgang. Hier ist eine Abzweigung. Auch noch mal eine Abzweigung mit drei Dingen, also hier die Abzweigung und hier ist auch noch mal eine Abzweigung. Im Zweifelsfall gibt es da, glaube ich, noch irgendwo eine Karte online, also vom Untergrund, mit der ich mich dann im Zweifelsfall auch orientieren kann, aber eigentlich sollte man hier schon alles finden können. Das sieht nach Sackgasse aus. Oder irgendwas anderes. Okay, hier war ein Rundgang. Alles klar, dann kann man den Gang wieder einstürzen lassen. Das ist die Abzweigung hier an der Stelle. Oh, warte! Fackel an der Wand anzünden, um den Weg zu finden. Ja, natürlich. Stimmt. Wo ist die Fackel an der Wand? Die Fackel an der Wand anzünden, um den Weg zu finden. Ah, hier ist eine Fackel an der Wand. Ich geh einfach mal hier lang. Zumindest ist das der einzige Weg, wo eine Fackel an der Wand ist, aber ja. Ah, ich glaube, ich erinnere mich auch, dass die Fackeln an der Wand auch das Licht überhaupt erst erzeugen. Also, was man halt dann mit dem Adlerauge sehen kann. Boah, ist dunkel.
ich aber keiner sagen, dass es schneller ist, hier unten lang zu laufen, statt einfach oben durch die Stadt zu laufen. Also dann geht zwar den Wachen aus dem Weg, aber. Naja. Lohnt sich jetzt auch nicht wirklich. Okay, ist eine Sackgasse. Zurückgehen und da noch meine Absteigung gehen. Ja, okay, Wackel. Fackel an der Wand anzünden, verstehe ich, aber eigentlich müsste hier dann eine Fackel sein. Hier ist aber keine Fackel. Hier ist eine Fackel. Da ist was. Was wäre so eine Tür, ne? Ja. Aber dann ist es ja schon mal der richtige Weg. Diese Türen gibt es nicht zu Sackgassen, Connor. Ich muss hier hochklettern. Ich habe lieber keine Renaissance-Kloake. Mann, das ist. Ich sehe nichts. Oh, ich sehe doch nichts. Mann, ich sehe nichts. Da hoch. Mann! Wasser, das ist aber auch neu, das gab es früher nicht. Warum hat man das Wasser hier eingefügt? Mir ist es nie aufgefallen, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Uhuhu. Okay, weiter geht's. Es gibt ja keine Tür mehr. Ich möchte jetzt einfach den Ausgang haben. Sackgasse hier, okay. Nehme ich gerne mit. Also das heißt, Sackgasse ist ein Ausgang, aber dass es halt hier nicht weitergeht. Hier bin ich jetzt viel gelaufen und hier war diese Abzweigung. Dann teleportiere ich mich einfach mal hier hin, weil es geht eindeutig schneller, wenn ich jetzt dahin gehe. Und nehme jetzt noch die nächste Abzweigung, noch 5 Türen. Geht hier einigermaßen, das ist hier. Ne, hier geht's jetzt nicht lang. Irgendwie war auch. Da geht jetzt nicht lang, aber das merke ich mir jetzt auch mal. Wobei ich glaube, das kann ich nur schlimm finden, wenn es auch hier den Weg direkt gibt. Da gehe ich jetzt erstmal, da oben ist auch was, ne? Ja, bestimmt. Ich erinnere mich, dass ich da was gelesen habe. Oder halt Schriftzüge erkannt habe, gelesen habe ich da jetzt überhaupt nichts. Aber müsste hier eigentlich auch ein Ausgang kommen. Und
sagt halt auch. Ah, hier, für den Pfeil. Ich bin Gegner. Sei still! Wer weiß, wer noch hier unten rumhängt? Schon Söldner, habt ihr irgendwelche Waren? Kugeln. Ja. Ist auch nett. Kaffee anzünden. Und dann verrät sie mir auf den Weg, habe ich gehört. Ganz. Wo bin ich? Ich gehe schon mal nach Süden. Ist hier wieder so ein Rundgang? Nee. Okay, hier ist eine Treppe. Ganz interessant. Noch mehr Treppe, 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 noch mehr Weg. Also du hast einen Pfeil, okay. Und hier ist wieder zusammengeführt, okay. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Ah, guck mal hier. Hier ist eine Karte. Oh Mann, ich bin. Zum Glück habe ich keine Leute, die Kommentare schreiben. Die hätten mich bestimmt schon fertig gemacht, verbal. Zu Recht. Also hier ist doch auch ein direkter Ausgang, ja? Dann so ein Zwischenausgang. Super, nehme ich gerne mit. Ah, endlich mal wieder Schloss knacken. Weißt du mal, Schloss knacken ist eigentlich voll cool. Müsste jetzt eigentlich noch ein Ausgang kommen. Und die Ratten gehen Richtung Ausgang. Oh, wenn der Ausgang nicht hinter mir liegt, aber die Ratten gehen Richtung Ausgang. Hat mir doch Adam beigebracht. Adam. Heißt du, hieß er überhaupt Adam? Auf jeden Fall bin ich der beste Daddy. Ja. Fackel anzünden. Und er sagt mir, ich soll hier lang gehen. Alles klar, mache ich. Stimmt, aber jetzt erinnere ich mich wieder daran, natürlich. Und ja, das ist ganz. Das ist ganz nett. So, haben wir auch direkt die Schlägerei-Herausforderung geschafft mit halt um die Ecke killen heimlich. Und weiter geht's. Da lang. Da wieder Fackel anzünden, damit mir der Boden was anzeigt. Oder wo lang muss ich? Da lang.
Dankeschön, ich dachte schon eventuell, das wäre so weit weg und ich käme hier nicht durch. Aber hier der Boden. Genau, jeder Pfeil lag hier lang, also geht auch hier lang. Sieht nach einem neuen Rätsel aus. Da ist Sackgasse, sehr gut. Neues Rätsel. Ich muss dann nur auf das Festgedruckte achten. Eine Loge ist ein erhabener Ort, an dem sich Maurer versammeln und arbeiten. Ihren ausgewogenen Gesetzen den allgemeinen Anordnungen unterwerfen. Gesetzen und Anordnungen unterwerfen. Wir sind recht gute, wahrhaft. Keine Frauenzimmer. Keine Das. Keine Frauenzimmer. Ich will das hier. So. Ich würde mal sagen, das ist Frauenzimmer. Frauenzimmer, was ist das für ein Wort? Irgendwie habe ich es irgendwas noch nicht so ganz durchblickt, aber hey, es hat geklappt, ich habe den Eingang geöffnet. Und dann, ich guck mal kurz. Dann gehe ich einfach mal, teleportiere ich mich einfach mal hier hin und gehe dann hier den Weg mal lang nach Norden. Und noch drei Türen. Geht richtig? Genau hier rum. Und da ist dann der Weg. Das ist ein Gegner, kein Bock, aber muss. So, weg mit dir. Bitte nicht neu spawnen, dankeschön. Ja, GTA Vice City ist auch noch so eine Sache. Da habe ich ja gestern nochmal mich nochmal angesetzt an die Bürgerwehrmission, um halt den Trick auszulösen. Es hat sogar geklappt. Aber dann habe ich mich verhaften lassen. Außerhalb des Flughafens war halt ein bisschen unnötig. Ja. Ich will mal kurz gucken auf meine Karte. Ich hatte halt hier den Weg, dann hier den Weg und dann hier die Abzweigung. Und hier gegebenenfalls auch noch was, wo ich ja nur mit Adam eventuell war. Mal gucken. Auf jeden Fall erstmal hier lang. Hier gibt es auf jeden Fall eins. Mit Glück zwei. Und wenn es hier zwei gibt, haben wir glaube ich schon alles, weil das andere ist halt auch noch hier. Guck mal, hier ist eine Tür. Sehr gut. Na, war sehr gut. Ich glaube, hier gibt es kein Wasser, was nicht runterspült. Ich muss. Also gibt's Wasser. Aber es spült mich nicht runter. Das ist okay. Ich glaube, das wird Nebenmission, Hauptmission wird es nicht mehr geben. Das ist dann so. Hoppala hopp. Beule am Kopf. Dieser Sprecher bei SpongeBob war am Kopf. Rehydrated, das ist echt unangenehm und nervig. Aber noch nerviger als das Pfeifen der Seraphiten in The Last of Us Part 2. Das ist richtig nervig. Ja.
einfach runter. Ich weiß, wofür ich das brauche, damit ich die Laterne hochkriege, damit ich einen hochkriege. Nicht pfeifen, du Pfeife. Ich möchte jetzt hier den Aufzug benutzen, zumindest meine Fackel, meine teure Fackel, die da muss nämlich den Aufzug nehmen, kann nicht klettern. Schon aufschließen. Ne, da muss ich dann gleich auch nochmal klettern, aber ich nehme erstmal die Fackel hier runter vom Aufzug. Erstmal Popel essen. Spaß. Und mal ein bisschen gucken. Ist hier irgendwo was? Hier war der Aufzug. Okay, hier lang. Und die Fackel muss hier bleiben. Wie gesagt, mit der Fackel kann man nicht klettern. Wobei man sich die bestimmt irgendwie an die Hose schnallen könnte und dann würde es funktionieren, aber gut. Ich will mich nicht beschweren. Das ist der Connor, der hier ein bisschen eingeschränkt ist. Im Geiste. Fackel an der Wand anzünden, um den Weg zu finden. Hier lang. Sehr aufmerksam, liebe Freimaurer, dankeschön. Oh, Gegner. Weiter geht's. Mal wieder ein bisschen anders hinsetzen. Nur für eine Abwechslung. In den Sitzpositionen. Die Fackel bringt mir jetzt glaube ich nichts. Okay. Alles klar. Ach schön, dass ich beim Neuladen, also beim Schnellreisen dann auch direkt den Schuss wieder bekomme, wenn ich den nicht nachlade. Das ist eine nette Sache. Gut, jetzt kann ich hier durch. Und hier ist dann auch der nächste Weg. Okay, Text. Der Maurer ist ein friedfertiger Untertan, ein Untertan der bürgerlichen Gewalt. So waren auch vor Alters Könige und Fürsten und Obrige.
welche immer dann aufblühte, wenn die Sonne auf friedliche Zeiten herabsah. Obgleich er als ein unglücklicher oder rechter Mann zu bemitleiden ist. Der Maurer ist ein friedfertiger Untertan der bürgerlichen Gewalt. Der Maurer ist ein friedfertiger Untertan der bürgerlichen Gewalt. Bürgerlich, Maurer, den König mal nach unten und friedfertig. So waren auch vor Alters Könige und Fürsten und Obrige sehr geneigt, der Zunft genossen ihre Friedfertigkeit und Treue wegen, wodurch den bösen Leumund die Gegner in der Tat, bla 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 bla, welche immer dann aufblühte, wenn die Sonne auf friedliches Leiden herabsah. Sollte da ja ein Bruder, ein Empörer, gegen den Staat sein, so muss er in seiner Empörung nicht bestärkt werden. Obgleich er als ein unglücklicher oder rechter Mann zu bemitleiden ist, ja, wird er keines anderes Verbrechens überführt. Irgendwie wäre der König noch oben. Okay, keine Ahnung warum, aber okay. Wie viel haben wir jetzt? 8, glaube ich, oder? Wird schon passen. 8, sehe ich ja gleich. Mal kurz, ich will mal hier. Weil dieser Weg hier, der wird kein leichter sein. Aber der sieht ganz gut aus und halt hier die Abzweigung. Okay, sieht gut aus. Also hier ist auf jeden Fall was. Und wenn es gut ist, ist da auch noch was. Dann haben wir, glaube ich, alle, weil wir jetzt ja, glaube ich, gerade 8 haben. Genau. Ist auch kein. Ah, hier ist. Kann ich da mal gucken? Wenn er jetzt in beide Richtungen zeigt, ist alles super. Schade. Ja, dann nicht. Ja, dann da. Dann geht's den anderen Weg. Ich hoffe, dass da zwei sind. Was sagt die Uhrzeit? Würde auf die Uhr gucken. 9:15 Uhr. Alles klar.
hier wird das nachgespawnt, ne? So, weg mit dir. Sehr nett. Vor allem, dass halt einfach nachgespawnt wird. Aber gut. Soll mich nicht stören. So, hier. Hier gibt's auch noch was. Ich habe eine Nachricht bekommen. Okay. Okidoki, Sir. Eine Tür. Warum auch nicht? Tat ein bisschen weh, glaube ich. Aber wenigstens ist hier unten gut beleuchtet, einigermaßen. Von daher kann man hier auch ein bisschen rumklettern. Ja doch, oder? Ja. Hier an die Steinwand und dann hoch mit dir, lieber Connor. Oder Radon Hagedon. Dass das geklappt hat, überrascht mich. So, und auf damit. Auf damit. Los, ich will jetzt noch gerne die letzten zwei Ausgänge finden. Das ist das Mindeste, was ich noch schaffen will heute. Als andere ja, ist dann nicht so schlimm, aber ich will deswegen diesen Untergrund schon mal geschafft haben. Dann fehlt da leider noch der in New York, aber irgendwie ist der dann schon mal. So, weg mit dir. Man hört wieder schön die Tasten. Das ist ja auch immer eine coole Sache. Warum sind die Tasten so laut von dem Controller? Kann man das noch jemand sagen? Hier oben ist ein Ausgang. Aber leider gibt es hier dann auch nur einen Ausgang. Schloss knacken. Schloss kacken. Ich finde es so schlimm, dass man es mit R2 machen muss, statt mit R1, weil mit R1 ging es halt leichter. Okay, ist halt die Frage, wo jetzt noch irgendwas ist. Hm,
Sieht irgendwie aus, als wäre da noch was. Ich kann mal kurz gucken. Das geht einfach mal. Hier sieht das aus, als wollte es hier lang gehen und Adam hat gesagt, nee, geh mal. Oder hier lang vielleicht? Ich gehe einfach mal. Ich teleportiere mich einfach mal hier hin an den. Ist das Nord? Ist das Nord? Okay. Nordhafen. Du. Ja, hier ist doch, geht doch weiter. Das sieht doch ganz gut aus. Fackel. Ich möchte immer die ganze Zeit einen Namen, den ich kenne, mit Fackel sagen, aber möchte ich nicht, Datenschutz und so. Aber immer wenn ich Fackel sage, möchte ich noch was unten ranhängen. Fackel. wo lang? Kumpel, hier lang. Okay. Aber ich habe das Gefühl, hier kommt direkt der Ausgang. Zumindest hätte ich das gerne so. Irgendwo hier muss was sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles eine Sackgasse ist, zumal ja gerade da halt auch das Freimaurerwegzeichen mich hergeführt. Hier ist es doch schon, ne? Ah, hier, perfekt. Letzte Tür. Ja, geschafft. Ich hab doch jetzt alle, ne? Ich muss gucken. Logbuch. Untergrund. Untergrund von New York? Eigentlich nicht. Ich bin gerade in Boston, aber ist okay. Geht einfach mal hier raus. Alles klar, jetzt bin ich wieder auf der Karte, endlich der Tageslicht. Da gibt es sogar eine Siedlungsmission, ist ja nett. Na komm, wir haben noch gut Zeit. Also mache ich jetzt noch ein bisschen Sammelaufträge hier auf der Oberfläche. Mal kurz mal gucken. Nach einer Karte. Ich könnte gleich nochmal eine Karte einkaufen. Ich kann hier auch handeln. Zum Geschäftlichen. Kaufen. Karten. Okay, ja, kann ich noch nicht federn. Möchte ich jetzt eigentlich auch nicht kaufen. Einmal Nachkarte und Klunkerkarte. Herr, möchtet ihr? Sagen wir, was glaube ich jetzt? Ich möchte nicht nochmal mit dir reden. Aber was ich das jetzt machen werde wahrscheinlich, wenn ich dann halt die Aufnahme beende, dann halt zum nächsten Mal hin halt die ganzen Sammelaufträge hier in Boston machen, weil ja, irgendwann hört es dann auf mit dem Spaß. Also aber auch schon wieder ein paar mehr Produkte. Auf
viel Bienenwachs gekauft. Wir haben jetzt einen Honig. Das sind so Pläne, die man erkauft, da kann man hier Sachen bauen. Aber dafür müssen wir die Siedlung noch weiter aufbauen. Mal alle Händler, Konvoi schicken. Ja, also jetzt habe ich noch nicht die Sachen, um Geld zu verdienen. Ich möchte nicht nochmal rein, dankeschön. Und raus mit dir, Connor. Da ist ein Eimer nach, auf jeden Fall. Habe ich auch markiert und dann gehe ich da mal zu der Siedlung. Habe ich schon alle Aussichtspunkte? Scheint so, nur noch die ganzen Sammelaufträge. Ich nehme die Alma Nachtleiter mit und dann gehe ich zu der Siedlungsmission, weil die sind immer ganz wichtig und das ist halt so eine Sache, da muss ich euch mitnehmen. Und wie gesagt, das Sammeln, da muss ich euch dann gegebenenfalls nicht unbedingt mitnehmen. Weil ja, ist ja dann auch auf Dauer langweilig. Ich meine, es gibt ja jetzt schon diese Folge und es wird noch weitere Folgen geben, wo ich sowas mache. Von daher. Ich laufe mal die Karte, damit wird im Zweifelsfall nochmal ein bisschen aufgedeckt. Aber ich kann es einfach kurz mal zeigen, jetzt habe ich eben auch überall so Schnellreisepunkte, die ich halt eben freigeschaltet habe durch den Untergrund. Geh jetzt mal bitte auf den Boden der Tatsachen, dankeschön. Und lass uns mal gucken, was da denn für eine Siedlungsmission ist, die jetzt einen schönen gelben Rahmen hat. Den ich glaube ich irgendwie mal hässlich fand, glaube ich, weiß ich nicht. Aber man hat ja auf jeden Fall was verändert an dem Spiel, das kann man auf jeden Fall sagen. Was ist hier los? Hallo? Was seid ihr denn für Patrioten? Ah, der Kanadier. Okay, verstehe. So. Dafür mache ich doch gerne Patrioten fertig. Vielen Dank, mein Freund. Die hatten wohl ein Bier zu viel und mochten den Klang meiner Stimme nicht. Ich habe nur mit dem Mädchen geredet. Ich erkenne deinen Akzent nicht. Wo kommst du her? Aus dem Norden. Provence de Quebec. Und was führt dich nach Boston? Ich bin eigentlich Bergmann. Doch ich finde keine Arbeit. Die Leute hören mich nicht an wegen meiner Akzent. Vielleicht ist unser Treffen Schicksal. Ich komme aus einem Dorf ein paar Meilen nördlich von hier. Dort gibt es einen Minenansatz. Ich weiß nicht genau, was sich darin befindet, aber vielleicht genau das, was du suchst. Ich sehe es mir an. Wenn es gut aussieht, reden wir die weiter. Die Wegbeschreibung war auch nicht sonderlich gut, muss ich sagen. Aber gut. Jetzt haben wir ihn noch jetzt rekrutiert, wenn man es denn so sagen möchte. Der Schläger von Boston. Etwa.
Na? Hallo meine Lieben. Hier ist die Bibi. Nein. Ist das hier ein Auftragsattentat? Stochen, sehr gut. Dann, wobei die Patrioten lassen mich sowieso in Ruhe. Glaube ich. Leute. Herr Klunkerli. Zu jährlichen Dachinspektionen durch qualifizierte Fachkräfte. Ah, da kommt der Trophäe, die ich, an die ich gerade denken musste. Dafür, dass ich ein Almanach-Set abgeschlossen habe. Nehme ich hier mal den Klunker mit. Für 6 weitere Klunker gibt es dann auch schon den nächsten Hinweis. Ja, wäre auch so eine Sache. Also selbst wenn ich die Klunker habe, würde ich dann erstmal das dann erst dann machen, wenn ich wieder in der Siedlung bin. Das ist halt so ein bisschen alles. Konvoi verteidigen. Was? Okay, hier ist. Was? Ich bin gerade verwirrt. Habe ich gerade. Konvoi verteidigen? Aber wahrscheinlich wird man Konvoi irgendwie angegriffen, ist mir eigentlich auch egal. Das war halt auch echt nicht viel. Und irgendwie, habe ich auch gerade eine Briefmission aktiviert, aber irgendwie auch wieder nicht. Passt schon, denke ich. Schauen wir uns nochmal das Auftragsattentat an, was in diesem Spiel leider nicht so spannend ist. Aber trotzdem gemacht werden muss und eigentlich, weiß nicht, realistisch. Weiß es nicht. Aber es hat irgendwie jetzt nicht so eine spannende Mission. Hey, der Typ befindet sich da und da und erledigen ihn mal, sondern der läuft halt einfach durch die. Oder halt mehrere Leute laufen halt einfach durch die Stadt und müssen halt exekutiert werden. Warum regnet es eigentlich schon wieder? So. Ich werde uns einmal nach da oben mitnehmen. Und genau für das vollständige Sammeln eines Almanachs, der irgendwie nur aus 4 Seiten besteht, kriegt man halt einen. Ein. Ein Bauplan. Das kriegt man. Genau, Erfindung elektrostatischer Generator. Damit kann man, glaube ich, irgendwie die Häuser so einrichten. Irgendwie funktioniert das gerade nicht. Ich weiß nicht, irgendwas passt nicht. Ich mache mal kurz nochmal eine Schnellreise. Aber vielleicht ist es auch im Grenzland, kann ja auch sein, dass wir da rumlaufen, aber eigentlich müsste es dann auch dort sein. Okay, das habe ich neu geladen. Jetzt sind halt die eigentlich nicht, es kann gar nicht im Grenzland sein, es muss eigentlich schon hier sein. Aber prinzipiell, wie die halt ablaufen, ist, man schaltet halt dann 5 Ziele frei, eigentlich auch in der Stadt selbst dann. Und die müssen halt einfach töten. Ganz unspektakulär eigentlich. Aber irgendwie, ich probiere nochmal. Aufträge in Boston. Ja, ist in Boston, aber. Weiß ich nicht. Ich
bin dann jetzt auch erstmal egal. Ja, hier kam noch helfen an, oder? War das hier? Nee, das war hier nicht. Definitiv nein. Ich muss gucken. Im Logbuch musst du da auch stehen, was du. Ah, okay. Okay, man kann die Mission noch verfolgen. Ja, okay, das kommt. Lass ruhig kaputt gehen, Untergrund. Aber jetzt irgendwie New York alles, ich in Boston. Ne. Komisches Spiel. Ich habe jetzt auch keine Lust, die Konvoi zu verteidigen. Das lohnt sich nicht bei dem, was ich losgeschickt habe. Ja, das ist sowas, das sollte ich am Ende machen. Wenn ich dann erstens die guten Waren habe zum Verschicken. Und auch, wenn ich so ein bisschen, ich glaube, wenn ich die Forts da erobert habe, dass dann halt auch die Angriffswahrscheinlichkeit sinkt, also vor allem das Rotdrücke. Deshalb ist das, glaube ich, sinnvoller, wenn ich das dann erst dann tätige. Keine Ahnung, warum ich schon einen Schlüssel habe übrigens, aber habe ich ja schon mal gesagt. Gut, nehme ich jetzt noch das Klunkerlein. Da drüben mit. Und dann werde ich den Stream bzw. die Aufnahme beenden. Also den Stream beenden, ja. Und euch einen wunderschönen Tag wünschen. Oder morgen, Mittag oder Abend, je nachdem wann ihr dieses Video seht. Nach und wem habe ich das? Gerade geklaut. Erzählt mir, schreibt es in die Kommentare. Hihi. Und ja. Dann hier noch ein bisschen Karte freischalten. Genau, dann würde ich halt bis zur nächsten Folge, also eventuell, jetzt mache ich das auch nicht, die ganzen Sammelobjekte hier in Boston noch holen. Damit wir das halt haben, sprich, also keine Ahnung, was ist halt mit diesem Kuriermission und dem Auftragsattentat auf sich hat, keine Ahnung, warum es funktioniert. Aber ansonsten halt ja, die Schätze, die Almanache, die Klunker. Aussichtspunkte habe ich alle. Und wenn ich irgendwie eine Mission finde, die relevant ist, dann mache ich die natürlich nicht. Und ja, dann würde es dann in der nächsten Folge halt Story geben mit der Hauptmission. Und ja, vielleicht mache ich es nochmal. Auch eine Hafenmission Anfang der nächsten Folge schon mal kurz. Da hatten wir, glaube ich, noch was über. Dann könntest du das, glaube ich, auch zu Beginn machen, um das halt einfach auch schon mal abgehakt zu haben. Natürlich kommen später noch neue Hafenmissionen dazu. Aber Rettungskonvoi ist fehlgeschlagen, ist okay. Ah, hier gibt es noch eine Mission. Das Kriegsgespenst, Akt 1. Nein, jetzt habe ich eh kein Geld, aber hier könnte ich auch noch mal. Ah genau, es gibt ja noch mehr Sachen, die ich ausrüsten kann, also. Es gibt einiges zu kaufen. Dann vielen Dank fürs dabei sein und zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder vielleicht auch bei Madagaskar, was heute anfängt. Also heute zum Zeitpunkt der Aufnahme und wenn das Video kommt, kam gestern schon Folge 2, glaube ich, weiß ich nicht. Auf jeden Fall vielen Dank und bis bald. Ciao. Tschüss.